Halli und hallo. Willkommen zurück bei ETS 2 auf Edenkopf TV. Ja, eine neue Aufnahmesession beginnt. Und diesmal versuche ich auch gescheit mitzuzählen. Denn beim letzten Mal waren es ja nicht vier, sondern fünf Folgen. Ich hoffe, ihr habt die Zeit der fünf Folgen gut überstanden. Freut euch darauf, was nun die Zeit mit sich bringt. Freistaat Bayern, die geht. Wo wollte ich jetzt gerade sagen, als mich da dieser dumme Freistaat da abgelenkt hat? Ja, genau, dass es euch gut geht. Dass ihr Lust auf alles das, was jetzt vor euch liegt und kommen wird, habt. Bei mir ist es so, ja. Ich freue mich darauf, auch wenn ich weiß, das neue System lässt immer noch auf sich warten, weil es ist ja immer noch Juni. Vor Juli gibt das sowieso nichts. Aber wir sind halt dementsprechend fast eine Woche näher dran. Was ruckelst du jetzt gerade hier so? Wo? Nur weil ich vom neuen System rede, brauchst du noch nicht zeigen, dass du so alt bist. Ach, geht ja wieder. Wie fahre ich denn hier gerade? Wie, op. Wenn ich das richtig im Kopf habe, so vom Ladebildschirm gerade, sind wir eigentlich auf dem Weg nach Trelleborg. Aber warum sind wir jetzt gerade erst in, wie heißt es, Deutschland reingefahren? Mal eben was gucken. Ja, wir fahren nach Trelleborg. Okay. Dann sind wir, tatsächlich, gerade von Österreich nach Bayern reingefahren. Okay. Alles klar. Ja, in meinem privaten Spiel stand ich jetzt kurz vor der Pfändung. Ich hatte ja erzählt, dass ich 27.000 Minus hatte. Hab die Fahrt noch gut weggebracht. Auf dem Weg durch Spritkosten und so natürlich noch einen knappen Tausender das Minus erhöht. Und ja, dann hatte ich die Tour zu Ende. 21.000 oder so hatte ich bekommen. Hat also noch 6.000 irgends, hallo, was an Miesen. Und da bekam ich dann von der Bank eine Mail: Ihr Konto ist weiterhin überzogen. Bitte gleichen Sie dies innerhalb der nächsten 3 Tagen aus. Ansonsten werden wir pfänden müssen. Fand ich dann sehr witzig. Bin ich ja mal auf Nummer sicher gegangen und habe mir 20.000 Euro als Kreditnummer aufgenommen. Wodurch ich automatisch wieder im Plus war und bling, kam die nächste Meldung von der Bank. Ihr Konto ist ausgeglichen. Wir bedanken uns für Ihre Geduld. Und wie stand da noch? Wir sind jederzeit für Sie da, wenn Sie mal unsere Hilfe brauchen. Hab ich mir gedacht, ihr Arschlöcher. Hätte ich noch eine gescheite Tour fahren können, hätte ich einen Kredit nicht aufnehmen müssen, hätte ich das so abbezahlt. Aber nö, man macht ja Zeitdruck. Und aus dem Grund halt, wie gesagt, wir werden Minimum 100.000 erstmal ansparen, bevor wir einen eigenen LKW holen. Damit wir nicht zu viel an Kredit aufnehmen müssen und zur Not in so einem Fall immer noch einen kleinen Spielraum haben und sagen können, ach komm, die 20.000 eben, die nehmen wir auf. Und sind dann wieder im Plus und auf der sicheren Seite.
viel Schaden haben wir eigentlich hier? 1% noch, das geht ja noch. Ach, wir haben ja keine eigene Zugmaschine. Ach ja. Aber wenn wir, Moment, Richtung Trelleburg, dann kommen wir an Hamburg vorbei. An dieser Vollsperrung. Was bedeutet, wir werden schon wieder über Rostock mit der Fähre fahren. Wir werden das Navi wieder verarschen. Was sagt der Sprit? Aber wir fahren mal tanken. Musst du jetzt tanken, wo ich dahin will? Muss das sein? Tut das Not? Was sagt der Spritpreis denn? 1,11. Oh, schöner Stern, klarer Himmel. Wunderbar. Super, 1,48. E10, aha. Na, ich wollte gerade meckern. Ding, Motor aus. Und Mama voll das Ding. Ja, ich denke mal, wir können uns auch direkt vorne hinstellen und schlafen. Das dürfte ja mal nicht mehr viel sein. 1 Stunde 42, ne. Dann machen wir jetzt unsere Ruhe hier. 1 Uhr. Schöne Zeit. Fahren wir auch schön im Hellen danach weiter. Ne? So. Typisch deutsches Wetter. Muss man ja fast mittlerweile sagen. Früher war es mal das englische Wetter. Mittlerweile haben wir Deutschen das ja fast übernommen. Oh, Radarkontrollen, okay. Dann bleiben wir auf 80. Also Tempomat steht auf 80 und der erhöht gerade. Tempomat. Meine Fresse, Herrn hier. Kann das ja nicht sein. Den hatte ich schon auf 70 runtergestellt und der war am Erhöhen. Oh, der hätte es ja fast gekriegt, habe ich gerade im Rückspiegel gesehen. Naja, aber auch nur fast. Habe ich die Lenkungskamera eingeschaltet? Ich glaube schon, ne? Muss gleich mal im Stand oder so überprüfen. Auf jeden Fall haben wir noch, was ist das, 18 Stunden Fahrt vor uns. 1132 Kilometer. Gar nicht gewusst, dass es so weit weg ist, Trelleburg. So,
schon mal rüber gewechselt. Und ich hätte meinen Außenspiegel doch wieder gerne im Blickfeld. Wie, hier waren wir noch nie. Wir haben doch mittlerweile halt jetzt im Privaten oder hier 18% erkundet. Ich glaube, das war privat. Hier im Let's Play haben wir, glaube ich, knappe 12% der Straßenmap mittlerweile erkundet. Das für das hier müsste jetzt folgen. Moment. 15 der zweiten Staffel sein. Die erste hatte leider nur 14, weil ja YouTube die letzten 4 Folgen der ersten Staffel einfach mal gesperrt hat. Ihr erinnert euch, wegen den Soundtracks von Far Cry 4 und wie müssen wir jetzt fahren? Ah, erstmal geradeaus. Last of Us. Das heißt, wir haben jetzt die in dem Sinn 29. Nein, kein Schwein. 29. plus diese 4 Folgen, die bin ich ja gefahren, nur halt leider nicht mit euch. 33 Folgen in dem Sinn. Ja, ist ja gut. Jo, die Lenkungskamera müsste mit eingeschaltet sein. Ah, wir könnten ja eigentlich fast zu Hause mal vorbeifahren und gucken, ob die Garage noch steht. Wir kommen ja in Köln vorbei. Aber da wir im Moment ja noch keine Fahrer haben, was, schon wieder Radarkontrollen, ist ja ätzend. Wie gesagt, da wir noch keine Fahrer eingestellt haben, brauchen wir auch nicht gucken, ob die Garage noch steht. Wo geht's denn hin? Richtung Erfurt. Aha. So, alle recht freundlich. Heute wollten sie kein Foto machen. Dann geht's doch nicht an der Werkstatt, an unserer Garage vorbei. Da war ja jetzt abfahren und auf die Landstraße. Ach, wie schön. Juhu, Landstraße. Sechzig dürfen nur fahren. Mann, Mann, Mann. Da kommt's ja nie an. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch weit und breit keiner. Und zack, kommt da uns einer entgegen. So. Schön chillig. Wie der Sven so schön sagen würde, mit 80 über die Landstraße. Oh, der Regen lässt nach. Sehr schön. Die letzten Tropfen. Ha, das war ja richtig perfektes Timing mit dem Scheibenwischer. Ah, dann können wir Licht ausmachen. Sehr schön, sehr schön.
Keine Blitze. Ja, das ist natürlich das große Ziel. Wir haben in der letzten Folge es geschafft, mal eine Folge ohne irgendwelche Extrazahlungen außen durchzukommen. Sprich, nicht einmal geblitzt worden, kein Unfall gebaut und so weiter. Und das möchte ich natürlich gern beibehalten. Weil umso schneller haben wir unseren eigenen LKW, unsere eigene Zugmaschine und können endlich richtig in die eigene Tasche wirtschaften. Frag mich gerade, warum der uns wirklich an Erfurt vorbei. Aber es geht wieder trotzdem nach Hamburg. Warum schickt er uns nicht hier von Magdeburg aus nach Rostock? Und hier auf die Fähre, weil da bist du direkt in Trelleborg. Sprich, merken, bei Magdeburg müssen wir gucken, dass wir Richtung Rostock fahren. Oder Magdeburg, Berlin und von da aus dann Rostock. Ja, es dürfte der gleiche Weg sein. Also werden wir Magdeburg nach Berlin abfahren. Die Lenkungskamera ist an. Man sieht jetzt, wie durch das Lenken die Außenspiegel hier an der linken Seite weiter ins Blickfeld kommen, auf dem Monitor. Das bedeutet, man macht quasi die natürliche Kopfbewegung mit. Hallo, eine Blitze. Hier, Ferkels in Deutschland. Oh, auch nur noch Geld abzocken, ne? Oh, jetzt werden wir aber was schnell, Herr Croft. So, ein bisschen rollen lassen. Dann kriegen wir auch diese Kurve mit. Und in der Kurve dann wieder beschleunigen. Dass er auch bergauf geht. Damit man nicht zu viel Speed verliert.
Jetzt verpiss dich da aber. Hau mal ganz schnell hier. So ein Glück, dass ich entschieden habe, 100 auf der Landstraße reicht mir. Schön Tempomat reingemacht. Dann werden wir mit 100 hier über die Landstraße in Deutschland juckeln. So, bis es runtergehen auf 90. So schnell bremst der Tempomat dann doch nicht ab. Denn ich war schon tempomatsmäßig auf 60 km wieder runter. Von der Einstellung her. Wenn da jetzt gleich nicht eine fiese Kurve kommen würde, würde ich ja überholen, aber so, nö, lassen wir das mal lieber. Da kommt nämlich schon einer. Jungs, wir dürfen 60 fahren. So, jetzt reicht's. Die drei schon mal hinter uns gelassen, schluckt unseren Staub, unseren Auspuffgas. Wo? Ja, der liebe Sven hat sich scheinbar ein bisschen angesteckt mit meiner Fahrweise. Er fährt mittlerweile auch ein bisschen robuster. Das ist schön lustig. Jo. Allerdings. Ah, da kommt nichts. Wenn man geldmäßig so keine Sorgen hat, weil man halt gerne hier und da mal cheatet, dann kann man natürlich so fahren. Wir cheaten nicht und dadurch müssen wir, wenn wir so fahren, um einiges mehr aufpassen. Und jetzt kommt garantiert einer entgegen. Ah, doch nicht. Oh, ist weit genug weg. Können wir rüber. Wie Straßenhubbel. Aber wir können eh schon was abbremsen, da wir abfahren müssen. Ach, dieses Hügelchen hier. Meinten die als Straßenhubbel. Ah, Magdeburg, okay. Wie gesagt, da wollen wir ja abfahren, Richtung Berlin.
Da bin ich dann mal gespannt, wie schnell das Navi sich auf die neue Strecke einstellt. Und nicht nur irgendwie sagt, nö, ich bringe dich jetzt so und so rum wieder auf die alte Strecke. Wenn wir über Rostock fahren, was wir ja jetzt im Grunde auch vorhaben, dann war es ja wirklich so, dass es erst hinten kurz vor der Fähre sagte, okay, du hast gewonnen, wir fahren jetzt über die Fähre oder mit der Fähre rüber. Und wie gesagt, da bin ich mal drauf gespannt, wie schnell das Navi jetzt hier auf unserer neuen von uns erdachten Strecke, Route sich umstellen wird. Ach, der ist aber wohl. Ich dachte, da kommt gerade was. Ui, da kommt aber was. Jetzt hatte ich kurz aufs Navi geschaut. Guck nach vorne und hui, da kommt ja was. Da kommt noch einer. Komm, bleib stehen. Jawohl, brav. Wo haben wir hier bitte schön herabstürzende Steine, also Felsbrocken? Also manche Schilder. Oh. Ich glaube, manche Schilder sind echt nur hingesetzt worden, damit es auch mal wieder ein Schild in der Landschaft stand. So, jetzt müssen wir mal gucken, was für eine Stadt ist denn das da? Ha, Magdeburg, alles klar. Dann fahren wir gleich auf die A2 Richtung Berlin. Aber dies werden wir erst in der nächsten Folge machen. Denn unsere Zeit ist wieder abgelaufen. So, setzen wir uns noch gescheit, dass der überholen kann. Ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder mit mir dieses Teilstück der Tour zusammen gefahren seid. Bedanke mich dafür, dass ihr generell Interesse an Aincroft TV habt. Hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß in dieser Folge und sagen dann noch bis zum nächsten Mal. Arrivederci, winke, winke und goodbye, euer Aincroft.